und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. So. Gleich, Cal. Bitte. Okay. Schön, euch zu sehen. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Was für ein Loch. Dein Plan hat geklappt. Und jetzt willst du Saw folgen? Ihr nicht, Was haltet ihr von Saws Plan? Er steht auf verlorenem Posten. Die Freiheit der Wookies ist bestimmt nicht sein einziges Ziel. Er wird vertrauenswürdig. Vielleicht ist er das auch. Aber hier geht es um mehr, als wir wissen. Und vergiss nicht, dass das Imperium unfair kämpft. Pass in der Raffinerie gut auf dich auf, Junge. Danke. Ich werde daran denken. Mhm. Gut, dann werden wir uns hier mal ein bisschen umschauen. Sie ist nicht in der Verfassung zu kämpfen. Du hast recht. Wir haben keine Zeit. Bleib stark, bis wir wieder da sind. Geht's ihr gut? Sie macht immer an sie gleich. Ich hoffe wohl darauf, in der Raffinerie Neues über Tafel zu erfahren. Es kam heute Morgen rein, dass er in den Schattenlanden gesehen wurde. Angeblich in der Nähe eines Wookie-Dorfs, laut imperialen Funkspruchs. Dabei gibt es davon in dem Gebiet Hunderte. Sturmtruppen. Ja, und du mit einer Skimaske hier. Mhm. Ja, wobei hier gibt es ja viele Rutschpassagen bestimmt. Hier drüben, im Kampfläufer könnten Vorräte sein. Bist du okay? Alles okay. Ein bisschen angekratzt, aber ist ja nicht so schlimm. Einfach dann. Nicht so eine Angst ein. Ich brauch dich noch. Suchen wir weiter. In dem Haufen muss voll die fette Alpha-Wand, das hasse ich. Naja. Aber hier im Spiel ist ja... Hier ist es noch schlimmer als auf Zepho. Hast du Zepho gesagt? Ich habe hier mal gelebt, bevor das Imperium kam. Warst du mal da? Ja, war ich. Schrecklich, was passiert ist. Wir konnten nicht zurückschlagen. Aber hier, mit den Wookies, haben wir eine Chance. Danke, dass du uns unterstützt. Die Macht hat mir auf Zepho was gezeigt. Erinnerungen eines gewissen Ostar. Mein Partner. Der hat die Sturmtruppen abgelenkt und ich entkam mit unserer Tochter. Er war sehr impulsiv. Ist er... Ja. Ich fand seine Leiche. Ich wollte glauben, er sei entkommen. Es tut mir leid. Nein. Schon gut. Ich bin froh, dass ich's weiß. Ach, das ist geil. Das Imperium darf nicht noch mehr Welten vernichten. Ja. Ja. Gonk-Druide. EG6 Energiedruiden, die auch als Gonk-Druiden bezeichnet werden, weil sie die ganze Zeit machen, fungieren als tragbare Energiegeneratoren bei mobilen Operationen oder in Situationen ohne stabile Energiequelle. Sie werden von Zivilisten und dem Militär gleichermaßen benutzt und erzeugen häufig ein Geräusch, das... Ja, okay, das haben die sogar schon geschrieben. So, ich wette, ich komme hier auch nicht hin. Ach, dieses Spiel. Wenn bei dem Plan irgendwas schief geht, sind wir geliefert. Marie hat die nächsten Garnisonen eingetragen. Der Feind wird keine Zeit haben, Verstärkung zu schicken. Wir kriegen das hin. Wenn wir schnell sind. Wir haben schon Schlimmeres überstanden. Der Mann hat meinen vollsten Respekt, aber das hier ist keine Rangelei im Wald. Hoffentlich schaffen wir es. Rangelei im Wald, das nennt man anders. Aber egal. Ich seh's Sniper. Mir an. Oder? Was hast du? Waffenlager. Diese spezielle Flammenwerfer wurde modernisiert, um die Fauna von Kashyyyk effizienter zu verbrennen. Effizient. Was zum... Warte ich schon mal kurz da. Da kommen wir jetzt sicher nicht hin. Ah, cool, dass die, Schwert da nicht abprallt. Aber, cool, dass die die Wände wieder eingeführt haben. So, dann... Ich wette jetzt, Schon ist am anderen Ende des Grabens sein. Oh, Affe.
Ich wette, wir dürfen wieder gegen sehr viele Tiere kämpfen. Ich schaue erstmal da rein. Was haben die nur mit den... Oh. Da, eine Werkbank. Komm ich hier wieder hoch? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ja, egal. Muss ich ja auch nicht. Nee, jetzt sag nicht, hier kommen Spinnen. Ich hasse Spinnen. Aber, ja, wahrscheinlich. Weil, wieso habe ich so wenig Leben? Wie läuft's da hinten, BD1? Wieso habe ich so wenig Leben? Kannst du mir mal helfen? Das ist ja krass. Oh, er bekommt ein Update. Wie viel Strom kannst du leiten? Strom leiten? Mit dem Trafo kannst du die Technik des Imperiums kurz schließen. Wuck, wuck, wuck. Sehr schön. So. So, warte. Achso. Versuchen wir es. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Hier komme ich auch nicht hoch. Ah, okay, das ist, ne? Ihr wisst schon. Aber da habe ich ja auch was vergessen, hier das Grüne. Ah, das habe ich wahrscheinlich jetzt gerade freigeschaltet durch das Überladen. Aber wie komme ich da hin? Ich glaube, ich komme noch nicht dahin, weil, ja. Ich kann nicht, die Seile, hoch. Schwingen. Genau. Na gut. Genau, da drüben geht's zurück. Das brauchen wir aber nicht. Das sieht komisch aus. Oh, Entschuldigung. Ah, komm, das war genug. Gute Aktion. Danke. Ah, das sind so Fliegeviecher. Ja. Willst du scannen? Ja. So, Flammkäfer. Fliegende Ungeziefer mit entflammbarem Hinterteil. Geht in unmittelbarer Nähe oder nach dem Tod spontan in Flammen auf. Das ist ja ein scheiß Leben von denen. Oh, da ist nochmal sowas. Aber einfach als Deko. Okay. Alles klärchen. Boah. Ich dachte gerade der... Oh Mann. Jedi, hier drüben. Hey. Wie seid ihr denn hier hingekommen? Hey, vor uns liegt eine imperiale Harzraffinerie. Was will das Imperium denn mit Baumharz? Nichts Gutes. Sie stellen daraus eine starke Substanz her und wollen die Produktion hochfahren. Wir müssen sie aufhalten. Das ist der Plan. Wir kennen ihr Ziel nicht, aber sie sind zu weit verteilt. Wir haben eine Karte, die das beweist. Hier, Kumpel. Die Raffinerien sind gleichzeitig Lager für die Gefangenen. Wir sorgen mit diesen Cuttern für Ablenkung, während du mit deinem Lichtschwert die Wookies aus den Lagern befreist. Wir brauchen die Wookies im Kampf gegen das Imperium. Verstanden. Pass auf dich auf da drin. Diese Greifhaken. Hast du gehört? Er braucht meine Hilfe. Komm, komm, hey. Das...
An sich, cool, dass er die Wookiees befreit, aber der letzte Satz ist ziemlich blöd. Also quasi so, ja, wir müssen die befreien, weil wir die für, weil wir die für den Kampf brauchen. Sonst würden wir die nicht befreien. So ungefähr. Naja, egal. Hauptsache wir... Hauptsache wir befreien sie. Ja. Ja, meditieren. Ja, ich brauche Heilung. Oh, und wir haben noch Fähigkeitspunkte, aber ich glaube, der Fähigkeitsbaum ist, platze automatisch ab? Nee, das brauche ich nicht. Maximale Gesundheit ist ganz gut. Regeneriert mehr Macht, wenn er einen Gegner besiegt. Wenn er einen blockenden Gegner... Achso, trifft er... Entschuldigung. Regeneriert er ebenfalls. Luftangriff. Höhere Distanz. Verlangsamen kann... Im Unfall verlangsamen. Ja, ich will mehr Macht haben. Also so, also es, ja, ich behalte mal die Fähigkeitspunkte und schaue, dass wir bald mal Neues lernen können. Das wäre natürlich optimal. Gut. Kabam. Ach, da drüben. Einer der Cutter läuft. Ist das vielleicht eine Übung? Möglich. Sollen wir es melden? Das wäre gegen das Protokoll. Wenn es Probleme gibt, muss Ihr Trupp das melden. Stimmt. Halten wir uns an die Regel. Jawohl. Das ist so dämlich. Also ich meine, die sehen doch, dass hier keine Truppen mehr am Leben sind. Naja, gut. Eindringlinge über uns! Ich werde tun, was ich kann. Dafür werden wohl alle Belohnungen an mich gehen. Na, nee. Nimm das! Was machst du da? Ich schieß dich ab. So. Nein, ich hätte zwei Lichtschwerter machen sollen, aber egal. So. Oh! Hallo! Achtung, an alle Einheiten. Wir haben gerade eben den Kontakt zur Brandstation 119 Greg verloren. Wir haben den Jedi gefunden! Holen wir ihn uns! Hier auf, Beilung! Wir können ihn besiegen! Na du? Ich habe gerade deine Freundin platt gemacht und du muckst dich jetzt. Na gut. Der gehört mir. Hey, Herr Eindringling! Bin dabei! Nicht nachlassen! Ich mach die ganze Arbeit nicht alleine! Er hat sich mit der falschen Einheit angelegt. Oh, von beiden Seiten, das war fies. Oh, das war fies. Ich wollte gerade ausweichen. Aber die haben mich von beiden Seiten. Das war ganz doll gemein. Ich sehe Bewegung über uns. Ja, okay. Ich hab Schaden verursacht. Komm schon, auf ihn. Holt ihn euch. Er kann sie nicht alle kriegen. Verschussbündel. Ah, die Tür ist noch offen. Geht's gut, BD1? So. Was ist denn hier? Also, die haben quasi das da. Ich hab keine Ahnung, was die gemacht haben.
So. Scheiße. So. Ich kann ihn nicht erreichen. Ich glaube, ich bin fertig. Jetzt weißt es du oder ich, Jedi. Gut. Na du? Ah, da hinten gibt's auch noch was. Dann öffne ich mal. Pass auf! Lass ihn raus! Hallo! Ein Jedi. Dafür bin ich ausgebildet. Ich beuge mich nicht vor dir. Du arme Schnecke. Läufst du schon wieder weg? Du wirst sterben, wie der Rest. Ich werde dich in Streifen schneiden. Versuch's nun. Geht weiter. Ich stoße bald wieder zu euch. Okay. Anscheinend bist du blockiert. Ich kümmere mich drum. So einen Truppler habe ich noch nie gesehen. Du musst die Wookies da rausholen. Los, Bewegung, Jedi. Ich will den scannen. Los! Ich will den scannen. Ah. Wieso kann ich den nicht scannen? Naja. So. Ich kann da nicht rein. Ah, so. Oh, okay. Ja. Für jemand, der Platzangst hat, ist das sicher nichts. Eng, was, BD? Okay. Flammenkäfer, Sie kommen durch die Wände! Auf Ihr Nest! Fauna erledigt. Ich würde sagen, ich mach das da. Aber die sehen mich nicht, ne? Etwas Hilfe vielleicht, BD1. Na gut. Er ist über uns. Angekommen. Du hast keine Chance gegen uns. Nur du und ich. Verdammte Flammen! Was war... Hä? Oh, der hat gebrannt. Ach je. Hilfst du mir mal? Ja, Fähigkeit war am Punkt, dass es... Das ist eben krass, dass man hier sich nicht so freut, wenn man Fähigkeitspunkte hat. Weil, naja, man kann ja eh nur das lernen, was die vorgeben. Ein bisschen, das haben die nicht so gut gemacht. Willst du dich wirklich in das Ding einklicken? Okay. Eine Abkürzung? Aha. Deshalb wolltest du es verschieben. Ja, weil das weiß. Davon wusstest du gar nichts richtig. Du wolltest nur den Cutter einschalten. Ja. Na gut. Oh, cool. Neuer Gegner. Das finde ich gut. Und widerliche Spinntiere. Ich ruhe mich mal aus. Mal schauen, der gewinnt.
Boah. Blöd, dass er mich gesehen hat. Grease damit was kochen. Was kochen? Wie geht's dir, BD1? Gut, freut mich. Also, was war drin? Lichtschwerthalter, ja, yeah. Material. Juhu. Gut, da müssen wir dann darüber, dann dahin und dann da rein. Und wohin geht's da? Ich brauche einen Stim. Wahrscheinlich irgendwo, wo es mir nicht gefällt. Ich mache mal einen. Oh, vielleicht wohin, wo es mir gefällt. Nee. Oh. Aha. Du Penner. Oh Gott. Hilfe, BD1. Boah. Wie der wartete, bis ich fertig getammelt bin. So ein Penner. Vor allem zweimal hintereinander rot. Uiuiui. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Gut. Ja, soll ich ein anderer abknallen lassen? Kann ich hier hoch? Ich wette nicht. Ich. Knallt ihn ab! Cool, ich kann hier hoch. Aber ich glaube, das ist gar nicht so. Oh, immer dieses Tee. Das war auf jeden Fall besser. Ich gehe mal wieder hoch. Ich will wissen, was da oben war. Also wo es hier reingeht. Sieht auf jeden Fall eng und spinnig aus. Lecker. Ah, aber die Musik. Oh. Wir kommen hier hoch. Macht! Ja. Patrouillenbasis. Hier unten ist schon wieder was. So eine Art Netz. Hey, wer da? Ah! Komm wieder her. Was war da drin? Ah, das da. Ja, komm. Das passt auch hier dazu. Da machen wir dich mal so, ein bisschen Tarnfarben. Und die, ja, die bleibt so. Gut. Bereit? Bereit.
Hallo. Hallo. Aua. Ah, das ist ja rot. Ach Mann, ich wollte das gerade zurückwerfen. Ja, das war einfacher. Albino Wikschuk. Ah ja. Oh, das sind Druiden. Also Druiden. Schlacht von Kashyyyk. Überreste der B1 Kampfdruiden, die Kashyyyk auf Befehl des Separatisten, während der Klonkriege gestürmt hatten. Im Laufe der Schlacht wurden die Separatisten besiegt. Aus der Republik wurde das Imperium und die Klonkriege nahmen ein bitteres Ende. Ja, ja. Nochmal scannen. Ein Scan? Richtig, ein Scan. Wickshock-Eier. Ein Wickshock kann pro Jahr bis zu 1000 Eier legen. Aus Netzen, Speichern und... Ja, okay, das ist eklig. Gut, dann hier geht's weiter. Warte mal. Geht's hier weiter? Ja, hier geht's weiter. Hui! So, wie die Kamera schon dahin führt oder dahin zielt, wo man hinklettern muss. Bisschen nervig, aber okay. Man gewinnt sich an alles. Mehr oder weniger. Gut, wo muss ich hin? Ah, ja, ja, okay, jetzt bin ich hier, okay. Alles klärchen. Alles klärchen. Hui! Hui! Achso, nee, das war falsch. Super. Überfall der Aufständischen. Der Captain hat gerade gemeldet, dass sie kommen. Das war's. Wenigstens sind wir überlegen. Der Captain hat gesagt, das war's. Oh Mann. Was war das? Noch ein gekaperter Cutter. Melde aktiven Cutter am Zellenblock. Benötigen sofort Hilfe. Er bricht durch und zerstört alles. Habt ihr das gehört? Ich mach die ganze Arbeit nicht alleine. Hey, du lebst ja noch. Vorsicht! Könnt ihr ihn treffen? Ja, einmal habt ihr mich getroffen. Gut gemacht. So. Oh, er schläft nur und der schläft auch nur. Und der ist hingefallen. Ah, nee, das war zu spät oder zu früh, je nachdem. Das war genauso doof. Ich heile mich mal. Ich bin okay. Achso. Seid ihr noch am Leben? Ist jetzt schon. Fast beim Gefängnis. Gut. Wir haben imperiale Notsignale auf dem ganzen Planeten. Holt die Gefangenen da raus, sonst... Wir schaffen das. Versprochen. Da hinten gibt's auch noch was. Alles sehr interessant, sehr interessant. Gut. Ausruhen. Und dann würde ich sagen, die Gefangenen werden wir dann das nächste Mal befreien. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal. Bye.